Tag, liebe Markkauf-Kunden und Kundinnen. Ich begrüße Sie recht herzlich zu den Markkauf-Nachrichten. Auch heute habe ich wieder viele spannende Themen für Sie vorbereitet. Ja, liebe Kunden, heute möchte ich Ihnen eine Neuigkeit vorstellen. Und zwar handelt es sich hierbei um die sogenannten Wochenendknüller. Das heißt, ab Donnerstag bis Samstag haben wir immer viele verschiedene Angebote für Sie extra noch einmal vorbereitet. Ab nächste Woche betrifft es den Textilbereich. Dort gibt es ab Donnerstag 20% auf alle Sportbekleidung bis zum Samstag. Nutzen Sie diese Gelegenheit und sparen Sie ordentlich Geld. Hier noch ein kleiner Tipp von mir, damit Sie wie gewohnt weiterhin günstig bei uns einkaufen können. Laden Sie sich die Edeka-App runter. Mit der Edeka-App bekommen Sie tolle Rabatte. Hier ist ein kleines Beispiel. In der Folgewoche erhalten Sie 10% auf unser Biersortiment. Natürlich hat die Edeka-App noch weitere Vorteile. Einer davon ist, Sie können Ihre Deutschlandkarte direkt mit der App verknüpfen. Und ein weiterer Vorteil ist, Sie haben immer die aktuelle Werbung auf Ihrem Handy. Das Wetter wird draußen immer schöner. Was machen wir bei schönem Wetter? Grillen. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen einfach unser Grillsortiment vorstellen, welches sich über den SB-Bereich bis hin zur Bedientheke streckt. Hier ein kleines Beispiel bei mir in der Hand. Das ist eine Bratwurst, eine Käse-Spinat-Bratwurst aus eigener Herstellung. Weitere Produkte finden Sie, wie gesagt, bei uns im SB-Bereich und an der Bedientheke. Ja, liebe Kunden, heute möchte ich Ihnen ein neues Thema zur Pfandspende vorstellen. Diesmal haben Sie die Möglichkeit, Ihren Pfand an das Quartiersmanagement zu spenden. Wie und was das Quartiersmanagement ist, das wird Ihnen gleich die Frau Teich erklären. Hören Sie genau zu. Mein Name ist Lilly Teich, ich bin die Quartiersmanagerin der Stadt Lauchhammer. Unser Ziel ist es, die Menschen wieder zusammenzubringen und zusammen die Stadt zu gestalten, die Stadtbaumaßnahmen zu begleiten. Deswegen haben wir bestimmte Projekte vor, also verschiedene Gedanken dazu. Eins zum Beispiel ist, dass wir Bänke bauen wollen mit den Kindern und Jugendlichen zusammen. Dafür brauchen wir natürlich Baumaterialien. Das wird sozusagen, die Spendengelder der Pfandspende sind dafür vorgesehen, dass wir verschiedene Baumaterialien kaufen können, um dann mit den Kindern und Jugendlichen zusammen die Stadt zu gestalten. Das waren Sie, Ihre Markkauf-Nachrichten. Ich hoffe, es waren spannende Themen für Sie dabei. Ich wünsche Ihnen ein schönes Pfingstfest. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Bis dahin, Ihr Marco Hesse.